So. Ach so, die Gouverneurin. Oh Gott, die ist entführt worden. Was? Das ist doch totaler Blödsinn. Ach, tatsächlich? Hier, guck mal, ich habe hier nämlich eine Notiz. Schau dir die doch mal an, da, wenn du lesen kannst mit deiner Augenklappe. Oh nein, das ist ja schrecklich. Was werden wir tun? Ich dachte vielleicht, hast du eine Idee? Wir könnten hier einfach auf sie warten, eine Crew finden und ihr nachsegeln. Wir verzweifeln völlig und geben auf. Ich sag mal, hey, wir könnten eine Crew finden und ihnen nachsegeln. Was für eine brillante Idee! Jetzt brauchen wir nur noch einen Captain. Wie wär's denn mit mir? Du? Der war gut. Hey, das meine ich total ernst. Wirklich? Ja, wirklich. Okay, dann beweise das. Komm mal mit. Hier drin ist etwas, das ich dir zeigen möchte. Etwas Schreckliches. Etwas so Fürchterliches, dass ich nachts wach bleibe, wenn ich drüber nachdenke. Aber ich will dich nicht erschrecken. Ja, ich bin sicher, ein großer, tapferer Kerl wie du wird keine Probleme mit diesem Monster haben. Immerhin ist es etwas kleiner als das Biest, das vor Jahren meine Hände abgebissen hat. Du bist wahrscheinlich schneller als ich damals. Vielleicht hilft es dir ja. So, hier nochmal öffnen. Oh, da fällt mir gerade noch ein. Ich habe ihn ja diese Woche noch gar nicht gefüttert. Ich kleines Dummerchen. So, die letzte Türe musst du aber selber öffnen. Ich gehe nur rasch in Deckung. Warte. Kriegst du kalte Füße? Nein, ich weiß nur nicht, was ich tun soll. Du sollst diese kleine Tür öffnen und, wenn du tapfer genug bist, das Biest da drin berühren. Oh, das ist alles? Na gut, dann fang mal an, wenn du den Mut hast. Ja, haben wir den Mut? Probieren wir doch hier mal den Hebel zu ziehen. Er gibt nicht nach. Dann versuchen wir es mal mit der Schnur. Sie gibt nicht nach. Dann versuchen wir es mal mit der Tür. Oh. Oh. Gehe zu mörderischer, geflügelter Teufel. Und wir haben ganz viele tolle Optionen. Taste, kitzle, piekse, berühre, tätschle, fühle, kraule, schmuse, reibe, streichle, kneife, fasse an. Wollen wir den Kleinen mal schmusen oder kraulen? Wie sieht's aus? Ach komm, kraulen wir den mal. Ich glaube es nicht. Du bist doch ein tapferer Mann. Du hast das Biest gezähmt, das ich jahrelang fürchtete. Du hast den Mut, der mir fehlt. Ich fühle mich wie ein Schwächling. Ich bin nicht gut genug für deine Crew. Ich bin noch nicht mal gut genug, dein Deck zu schrubben. Ach, jetzt schnapp doch nicht ein, Mietuk. Du bist ein starker, gut aussehender Kerl mit einer redenden Tätowierung. Du kannst mein Deck schrubben, wann immer du willst, versprochen. Wirklich? Sicher, ist doch kein Problem. Ich darf immer noch in deiner Crew sein? Pack nur rasch deine Sachen und wir treffen uns dann am Dock. Oh, danke, 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 danke. Ich lasse dich auf keinen Fall im Stich. Versprochen. Ja, oh, jetzt was nehme ich mit Schlipper, Socken. Hier noch ein bisschen da. Vielleicht ergibt sich sogar die Gelegenheit, dir meine ganze Nummer mit der Tätowierung zu zeigen. Das wird ja von Sekunde zu Sekunde besser. So, wir haben erfolgreich den ersten, eigentlich den zweiten Mat oder Matrosen oder wie auch immer für unsere Crew rekrutiert. Und bald schon werden wir die Weltmeere beherrschen. Arr! So, das war ja super. Benutze Gummihuhn auf Kabel und wow, das klappt sogar in beide Richtungen. Starkes Huhn, hey. Und jetzt fehlt uns eigentlich ja ein Schiff, würde ich mal sagen, ne? Ein
Nur alle Schaluppe fehlt uns. Dann gucken wir doch mal nach. Huch, jetzt hakelt der Sound ein bisschen. Gucken wir doch mal bei den Lichtern danach, was sich da verbirgt. Oh, man weiß es nicht, wie überraschend. Nanü. Howdy. Ich bin Stan von Stan's Gebrauchtschiff Bazaar. Oh, Hombre, du siehst gut aus und ich stelle mich auf den Kopf, um dir gutes Geschäft zu machen. Aber viele Schiffe, was für eine Art Schiff suchen Sie? Hey, guckst du hier, ich habe kleine Schiffe, große Schiffe, schnelle Schiffe, langsame Schiffe, alles dabei, alles dabei. Was Sie auch wollen, ich habe es hier, ole, ole, ole. Und wenn ich es nicht habe, hey, dann beschaffe ich es. Ist doch kein Problem, ich bin ein Stan, ich will ein Geschäft machen, mit dem Sie zufrieden sind. Hey, was sagen Sie denn, wenn Sie nicht zufrieden sind, dann bin ich es auch nicht, dann ist Stan nicht glücklich und wenn Stan nicht glücklich ist, sind Sie es nicht, aber ich weiß, dass Sie heute zufrieden sind. Hier weggehen werden, ist doch null Problemo. Und woher ich das weiß, tja, schauen Sie sich nur all die Schiffe hier an. Es ist unglaublich. Ich habe etwas für jeden Geschmack, für grünen Geschmack, blauen Geschmack, gelben Geschmack. Kommen Sie, sehen wir uns doch einfach mal um. Was haben wir denn da? Folgen Sie mir bitte unauffällig. Ja, ich gehe jetzt mal lang und dann gucken wir doch mal. Also, legen Sie los. Was soll es sein? Was wollen Sie sich als erstes ansehen? Hey, hier, schauen Sie sich ein bisschen um und dann können Sie mir sagen, was Sie wollen. Ja, zeigen Sie mir nochmal das beste Schiff, das Sie haben. Geld spielt keine Rolle. Ist es schön, einen Mann zu treffen, der Qualität so sehr schätzt wie ich, Ah, da haben Sie ein gutes Schiff. Ich habe genau das, was Sie suchen. Wenn Sie gucken wollen, ist Hals von erlesener Qualität. Aber folgen Sie mir einfach mal. Kommen Sie mal mir hinterher. Hier, bitteschön, das sind wir schon. Und gucken Sie sich das mal an. Das hier, das Schiff ist eines Königs würdig. Eines echten Königs. Wir reden hier von 15 Luxuskabinen. Alle mit offenem Kamin. Zwei Swimmingpools. Einer innen, einer außen, einer links, einer rechts. Sind ja schon vier. Nicht zu vergessen, der drehbare Tanzsaal und was nicht alles. Es hat sogar einen beheizbaren Ausguck. Ich glaube, ich spinne. Alles in allem 80 Meter schwimmen in den Dekadenz. Alles zu einem irrsinnig günstigen Preis. Ey, wovon reden wir denn da? Wovon Geld reden? Was haben Sie denn da? Über welche Preislage reden wir? Hey, gib mir doch mal einen Tipp. Ich muss da eine gewisse Spielraum haben. Ja, Geld spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe ja geerbt, ne? Nun, bei mir schon. Wie viele genau haben Sie denn bei sich? Können Sie mal Portemonnaie zücken und Bescheid sagen? Eigentlich habe ich nicht mehr als 174 Goldstücke. Ich glaube, wir reden hier von total unterschiedlichen Schiffen, kann das sein? Hä? Offensichtlich haben Sie sich schon längere Zeit nicht mit dem Schiffmarkt beschäftigt. Da sollten Sie vielleicht nochmal Ihre Finanzlage checken. Ich glaube nämlich nicht, dass Sie genug Bargeld für ein solches Geschäft mit sich führen, junger Mann. Sie haben nicht vielleicht eine andere Möglichkeit der Finanzierung? Und wenn ich sage andere Möglichkeit, dann meine ich eine andere Möglichkeit als 174 Goldstücke. Ich glaube, es geht los. Eigentlich wollte ich ja auch was auf Kredit kaufen, so auf Pump, ne? Das tut mir leid. Sie sei weder Gläubiger noch Schuldner, sage ich immer. Das ist ja eine meiner Prinzipien, verstehst du? Wenn Sie Arbeit haben, bürgt der Gemischtwarenhändler in der Stadt vielleicht für Sie, aber so kann ich nichts sagen. Dann könnten wir vielleicht darüber reden, aber so ist er nichts, solange natürlich sich keine andere Art der Finanzierung ergibt. Hombre, dann geht nicht. Ja, schade. Vielleicht ein Gummihuhn? Hier, wie wär's denn damit? Gummihuhn mit Karabinerhaken? Ist es eines von denen mit einer Karabinerhaken in der Mitte? Naja, da habe ich schon gute Dutzend, brauche ich nicht. Sie haben nicht da vielleicht eine andere Möglichkeit von der Finanzierung, hä? Ja, so ganz genau betrachtet ist es vielleicht doch nicht das Richtige. Naja, das kann ich verstehen. Es ist nichts Schlimmes dabei, sich nicht entscheiden zu können, aber ich habe ja noch genug andere Schiffe in Angebot, auch wenn es natürlich für mich eine reine Zeitverschwendung ist. Aber naja, was kann ich Ihnen als nächstes zeigen? Ne, vielleicht kommen wir noch in Geschäft? Vielleicht etwas nicht zu teures, aber dafür sehr stabiles? Oh, erschwingliche Qualität, das ist doch meine Scharlackerwort. Ich habe genau das, was Sie suchen. Kommen Sie mir einfach mal nach hier. Folgen Sie mir mal unauffällig wieder mal. Gehen wir mal ein bisschen dahinten hin und gucken mal, was wir da so noch haben an Plunder. Ich meine, an Superschiffen. Ich sehe nämlich, Sie sind ein geradliniger Mensch. Aber ich sehe auch, dass Qualität Ihnen einiges bedeutet. Und deswegen, das sieht man ja auch schon an Ihrer Kleidung. Das ist ja hochqualitativ. Ist für die Ewigkeit wie dieses Baby. Es kommt aus einem Land in den fernen Norden, wo Nordmänner wohnen, wo die Wellen undankbar und die Männer hart sind. Und sagen Sie, Sie kommen nicht zufällig aus jener Gegend, die ich da gerade beschreibe. Sie haben da so einen nordischen Gesichtszug. Egal, in jedem Fall reden wir hier von Fehlleistungen fürs Geld. Wie viel können Sie denn zur Zeit anlegen? Sagen Sie doch mal. Wie ich bereits erwähnte, nicht mehr als 174 Goldstücke.
Oh, seien Sie froh, dass dieses Schiff keine Ohren hat, mein Freund. Oh, mein Gott, sonst würde es Ihnen mit Sicherheit voll eine runterhauen. Ich glaube, es geht los. Ich glaube nicht, dass Sie das Bargeld für diese Transaktion bei sich führen. Ma, Sie haben doch sicher eine andere Möglichkeit zu bezahlen, oder, Hombre? Hä? Wie sieht's aus? Tja, Gummihuhn hatten wir schon. Ja, genauer betrachtet ist das vielleicht auch nicht so ganz das Richtige. Na gut, aber heute kommen mindestens noch 5 weitere Interessenten, wenn nicht 6 oder 7. Rechnen Sie nicht damit, dass es noch da ist, wenn Sie wiederkommen. Hier ist schwer was los. Hey, also, was kann ich Ihnen als nächstes zeigen? Habe ich dir vielleicht noch andere Schiffe für Sie ein Angebot?